Also ich glaube, dass in erster Linie der Zufall das Leben prägt. Und so ist es bei mir gewesen, dass ich Bildhauer mehr oder weniger aus Zufall geworden bin. Weil vorher habe ich gemalt und überwiegend in Stein gearbeitet. Und dann ist hinter meinem Haus irgendwann mal eine Pappelallee durch einen Tornado platt gemacht worden. Und dann lagen da ganz viele Holzstämme, die keiner genutzt hat oder haben wollte. Und dann habe ich mir nach und nach einen Stamm nach dem anderen geholt und in Holz gearbeitet. Und so bin ich dann Holzbildhauer geworden. Ich bin ja am Anfang bin ich ja nachts Taxi gefahren, habe tagsüber Kunst gemacht. Also ich bin am Wochenende 3 Nächte lang Taxi gefahren, also Freitag, Sonnabend, Sonntag. Und die restliche Woche habe ich Kunst gemacht. Und so habe ich 30 Jahre Kunst gemacht. Ich habe erst vor 10 Jahren aufgehört, Taxi zu fahren. Was man in jungen Jahren alles schafft, ist erstaunlich. Da war das Leben noch ein bisschen anstrengender. Naja, und seit 10 Jahren geht es halt auch ohne Taxifahren. Der Mensch ist eine wichtige Inspiration, eine Inspirationsquelle für mich. Klar, das wichtiges Thema ist für mich zum Beispiel mein Bruder, ist mein Zwillingsbruder. Ich male immer ganz oft Arbeiten, die sich mit dem Thema Zwilling beschäftigen. Oder Skulpturen mache ich zum Beispiel auch, die sich mit dem Thema Zwilling beschäftigen. Es ist wieder Zeit zu rauchen.